Oh Mann. Oh Mann, ich muss hier raus. Ich bin benebelt. Dieser blöde Clan. Die haben so eine Aura. Ich kann irgendwie sehr, sehr schlecht widerstehen, aber... Oh, jetzt erstmal raus und Luft schnappen. Eventuell nicht die beste Idee, hier reinzugehen, aber... Ach, die kleine Velvet und... sie braucht uns. Von daher... werden wir uns natürlich schnellstmöglich ihren Problemen annehmen. Danke, darf ich hier vorbei? Super. Blöderweise habe ich gerade so gar nicht zugehört. Wo? Was? Eventuell werde ich erstmal ein bisschen runterkommen müssen. Und aus diesem Grund... Oh, Fahrer ist ja natürlich auf der anderen Seite. Hab ihn. Natürlich. Ich werde jetzt erstmal nochmal schnell nach Downtown fahren. Und ja, die Sonne geht ja sowieso gleich auf, von daher... Ach ja, komm, wir erledigen das alles gleich. Wir haben doch sowieso Zeit. Ich meine, Ginger Swan, die wird sowieso nicht weglaufen, ne? Und Velvet, ja, komm. Machen wir, wenn die Sonne wieder untergegangen ist. Hier sind wir falsch nebenbei. Wir müssen in die andere Richtung, natürlich. Auch ein nettes Häuschen da oben, die Garage. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die hier solche... steinernen Figuren oben drauf hat. Aber wir können noch mal schnell zu Venus gehen nebenbei. Eventuell hat die ja schon wieder was für uns. Wäre eine ganz gute Sache eigentlich. Wobei, die lässt sich ja sowieso generell immer ganz gerne viel Zeit bei der Auszahlung. Von daher, ich glaube noch nicht wirklich dran, aber eventuell haben wir diesmal Glück. Hey! Money, right? Been a while. Your money's been piling up. Here, that should provide for an interesting evening. Stapel finde ich schön. $250. Schön. Okay. Das hat sich schon mal gelohnt, hier wieder vorbeizukommen. So, und jetzt hoffen wir mal, dass gleich in der Wohnung alles in Ordnung ist und nicht die Heather wieder irgendwelche Dummheiten angestellt hat. Kleine Tölpel. Ganz komisch, ich war noch nicht lange, beziehungsweise ich bin noch nicht lange weg und schon habe ich hier Orientierungsschwierigkeiten. Aber es ist auch viel auf einmal, was in den letzten Nächten alles passiert ist. Wenn man nochmal nachdenkt, wie das alles angefangen hat und jetzt wie tief wir hier drin stecken. Und eigentlich ist alles so simpel, aber jeder benutzt mich hier für die eigenen Interessen. Oder ist das einfach nur ein Komplott? Ich kann es nicht sagen. Eventuell will man mich loswerden. Gibt mir deshalb solche Himmelfahrtsaufgaben. Aber irgendwo... wahrscheinlich vertrauen sie mir einfach nur. Schön. Du warst auf jeden Fall schon mal... It's you. Earlier tonight, you weren't following me, were you? I had this feeling like I was being watched. Maybe it's nothing, but... I'm still a little shook up. Ach du heilige Scheiße, na das fehlt noch. Ich weiß es nicht, es könnte einer der vielen Leute sein, die mich noch toter sehen wollen. Wenn jemand sich dir nähert und du ihn nicht kennst, erschieß ihn direkt in den Kopf. Dein Leben könnte in Gefahr sein, Heather. Also muss ich dich bitten, meine Dienste zu verlassen. Oh Mann, scheiße. Ah, scheiße, was machen wir? Alter. Das ist schwierig, das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben Heather jetzt auch schon so weit angefixt irgendwie, ob die überhaupt noch ein normales Leben auf die Kette kriegen würde. Und abgesehen davon, wir müssen auch das mit der Maskerade... Ach, verdammt. Ich weiß nicht, es könnte einer von den vielen Leuten sein, die mich toter sehen wollen. Die mich noch toter sehen wollen. Ja, komm, wir sind ehrlich. Weren't you dead? Why? How could anyone think of harming someone so extraordinary? Wahrscheinlich Eifersucht. Du bist schön vorsichtig, mein Schmusetier, okay? Wenn jemand sich dir nähert, dann erschieß ihn, bla.
Heather, versprich mir, dass du nicht aus dem Haus gehst, bis das alles vorbei ist. Genau. Das hört sich gut an. I will. Schön. Und jetzt komm her, ich brauche dein Blut. Nein. Was dein Outfit angeht, das änderst du besser. Das solltest du. Okay, wir machen jetzt erstmal Nummer 3. Outfit hin und her. Ich check jetzt nochmal meine E-Mails ab und ich hasse diesen Flatscreen nebenbei. Das Ganze ist so verzerrt hier. Das nervt schon ein bisschen, aber okay. Ah, Nummer 11 also. Ich habe Mr. Flightons niederschmetterndes Urteil über das Café Corvetti in der Sun gelesen. Und ich war sehr erfreut über seine Kritik. Du hast deine Sache gut gemacht. Du findest deine Bezahlung in deinem Briefkasten. Wir werden uns sicher bald wiedersehen. SL, oh. Wir werden uns also wiedersehen. Er mag uns mittlerweile. So. 12 haben wir noch nicht. Nee, haben wir nicht. Okay. Aber ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen um Heather. Aber für heute werde ich erstmal den Abend ruhen lassen. Solange ich hier bin, sollte sowieso nichts passieren. War das schon die ganze Zeit offen? Ich mach's mal lieber zu. Aber wir sind alleine, hier ist niemand. Kein Grund, paranoid zu werden. Wir sind hier ganz, ganz alleine. Nein, hier ist alles in Ordnung, alles schön. Okay, ich verschließe die Tür lieber mal. Master? Was dein Outfit betrifft, okay. Weißt du Bescheid, ne? Okay. Ich gucke nochmal hier in die Lüftung, ob hier irgendwas komisch ist, aber... Nee. Es ist alles ganz normal. Wir haben überhaupt keinen Grund, paranoid zu werden. Ach, dieser bescheuerte Stuhl. Steht auch nur im Weg rum. Ach, egal. Ich guck nochmal hier rein, vorsichtshalber, aber nein. Wir sind alleine, wir sind total alleine. Ich kann also beruhigt schlafen gehen. Gute Nacht, liebe Heather. Mmm, ugh.